Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind hier auf Silver Run Forest und ich bin der Shorty von der Test Area und ich bin immer noch skeptisch, was zu tun mit dieser Map. Aber okay, ich habe schon mal bis zur Hauptstraße hier eine blaue Linie eingefahren. Hin und zurück kommen wir da und dann habe ich jetzt festgestellt, mein kleiner süßer Traktor hier, der muss mal repariert werden. Und ich dachte mir, wir müssen wenigstens schon mal einen Moment machen. Wir müssen wenigstens schon mal den Weg einfahren für da sollte ich dann wohl in den Modus ausschalten für die dritte Person. Also ist das mit der Seilwinde. Also mit der Seilwinde ziehen wir Bäume. Ne? Das probieren wir auch aus. So, auf jeden Fall dachte ich mir, gucken wir jetzt, dass wir zum Fahrzeughändler kommen, weil der Trecker hier muss repariert werden. Und ich weiß nicht, ob der es schafft, die Bäume so hinter sich herzuziehen. Oder wie viele Bäume er schafft, hinter sich herzuziehen. Ich glaube, langfristig brauchen wir wahrscheinlich auch einen stärkeren Trecker. Und der schnellste ist er ja auch nicht. Also ich werde hier keine gecheateten Maschinen benutzen. Aber ich werde es auch definitiv nicht so ernsthaft oder exzessiv betreiben hier, dieses Projekt. Wollen wir mal sehen. Wenn wir Glück haben, müssen wir nur die Zielorte einfahren. Das wäre ja ein Traum, ne? Das wäre ja ein Traum, sage ich euch. Hier sind schon Kreuzungen vorhanden. Hier sind Gabelungen eingefahren. Oh, wie toll. Unbeschrankter Bahnübergang. Eieieiei. Also so schlecht sieht es schon mal nicht aus mit der Strecke. Ne? Deshalb, wie gesagt, soll Autodrive die Kurse des KI-Verkehrs bla 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 übernehmen. Habe ich auf Ja gedrückt. Also das ist mal eine ganz andere Landschaft auch, ne? Ist mal gar nicht so, wie man das vom LS22 kennt, ne? Ganz neu, ganz anders. Oh ja, ist auch ein weiter Weg zu fahren. Aber bis jetzt hier sieht das gut aus. Wir müssen dann echt nur Zielorte anbinden. Bin ich ja sehr glücklich drüber. Guck mal, auch hier die Kreuzungen. Scheint alles brauchbar zu sein hier. Kleines Örtchen. Auch hier die Kreuzungen eingefahren. Ey, das ist ja genial. Hast ja gar nicht viel Last. Ja, was wir machen müssen, ist natürlich auch mindestens eine Tankstelle anbinden. Denn die sollen ja dann, wenn sie leer sind, auch automatisch tanken. Ne? Ich glaube, sind hier runter. Da ist der Fahrzeughändler. Genau hier ist der Fahrzeughändler. Und gegenüber ist eine Tankstelle. Jetzt muss ich mal sehen, wenn wir bei der Tankstelle, wir müssen ja auch aufpassen. Wir können ja nicht einfach irgendwie irgendwo was fahren. Hier tanken. Guck mal, das geht dann in der Mitte. Okay, dann binde ich jetzt erstmal die Tankstelle an. Ach, das wird ein Spaß.
Eine richtige Auffahrt hier gibt's nicht. Okay, machen wir das so. Mach hier einen Punkt hin. So. Und du kannst den hier nutzen. Dann machen wir noch einen für die andere Seite. War nicht vor das Schild. So, kommen wir hier anbinden. Mit einer großen Schleife. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Dann müssen wir um das Schild ein bisschen drumherum, mittig durch die Tankstelle. So, hier könnte man schon tanken, ne? So. Ich nenne die mal Tankstelle Shop. Oder nee, beim Fahrzeughändler. Tankstelle Fahrzeughändler. So. Und ich führe dich mal bis hier hin. Einkommen. Genau. Und jetzt kannst du hier meinetwegen in beide Richtungen wieder fliehen. So, dann haben wir das mit dem automatischen Auftanken nämlich auch erledigt. Jetzt müssen wir uns den Shop angucken. Hier muss ja dann auch. Hier ist der Werkstatttrigger. Das ist dann das automatische Reparieren, gell? Schlecht. Erstmal für 2000 reparieren. Der Lack ist ja absolut unwichtig, ne? Würde ich sagen. Wenn wir das vernachlässigen sollten, muss er ja die Möglichkeit haben, sich auf unsere Kosten zu reparieren. Ich könnte jetzt natürlich meinen schönen Werkzeug, meinen tollen Werkstatttrigger da wieder hinsetzen. Aber das wäre ja geschummelt. Machen wir mal hier. Fahrzeughändler Werkstatt. Ja, jetzt müssen wir auch wieder in beide Richtungen wegkommen. Mit kleinen, wendigen Traktoren. Kinderspiele. Mit größeren. Nicht so. Angebunden. Jetzt muss ich noch, wenn ich aus dieser Richtung komme, die Möglichkeit haben, zur Werkstatt zu kommen. So. Und ich brauche einfach jetzt noch einen Punkt hier von wegen Werkstatt. Na? Wo wir einfach hier zum Stehen kommen. Ich würde sagen, hier ist das ganz gut. Ich weiß ja nicht, wo die Fahrzeuge dann sind. Also, ne, wo die spawnen. Ich würde einfach mal hier so lang. Und dann hier so. Das sollte reichen. Dann können nämlich hier die gespawnten Fahrzeuge dann, die wir mal kaufen, vielleicht. Ich bin nicht zu Hause jetzt. Ist immer wieder das Gleiche. Postbote will Pakete loswerden für die Nachbarn, aber nicht jetzt. So, von hier und
von hier. Auto Drive ist einfach nur gut. Jetzt müssen wir noch den Zielpunkt setzen. Fahrzeughändler. So. Erste Schritte, wa? Ich habe schon einen Ordner gemacht. Das kann alles in Zielorte rein. So, Fahrzeughändler, Fahrzeughändlerwerkstatt, unser Hof, Tankstelle. Nicht? Und Hof. Ich mach mal aus. Und dann fährt er jetzt zum Hof. Selbstständig. Muss er ja. Er wird ja nicht fahren, wenn das Streckennetz nicht okay wäre. Moment. Wir brauchen eine Strategie. Ein Zug. Der fährt ja automatisch. Okay. Den kann man hier nicht für null mieten. Ne? Bootswerft. Ich gehe mal davon aus, die Bootswerft kann man kaufen. Für 125.000. Ja, nee. Ist klar. Wir müssen hier hinten hin. Und na, hier kann man nichts verkaufen. Doch da kann man Holz verkaufen. Ist doch die Verkaufsstelle, oder? Ist das nur wieder was für ein Zug hier? Holz verkaufen. Hier können wir Holz verkaufen. Und so kommen wir an Geld. Aber das müssen wir natürlich noch einfahren auch erst. Ne? Hier, Sägewerk, Holz verkaufen. Wir sind hier. Ja. Der Vorteil ist ja, die Strecke ist schon da. So, das heißt, wir können die ersten Holzstämme verkaufen. Wenn wir die ersten Holzstämme verkauft haben, können wir vielleicht die Werft kaufen. Obwohl kleinere Unternehmen hier im Ort werden vielleicht sinnvoller, die aus dem Holz dann irgendwelche Produkte herstellen. Ja. So, hier rum. Alles schon eingefahren. Sehr schön. Sehr schön. Da muss ich Giants wieder loben. Das haben sie toll gemacht. Da spart man sich echt eine Menge Ärger. Und eine Menge Arbeit. Muss man wirklich nur die Zielorte einfahren. So, wir haben jetzt hier wieder eine relativ schmale Einfahrt. Wenn ich bedenke, dass da jetzt langer Holzstamm dran hängt, ne? Ich meine, da werden eh nicht zwei Fahrzeuge von uns gleichzeitig hier auf dem Hof rumtouren. Das wird nicht passieren, aber trotzdem. Das ist hier der Verkaufstrigger. Ich würde sagen, das ist Sägewerk Süd, ne? Sägewerk Süd. Verkauf. Wie wir die Holzstämme dann noch auf den Trigger kriegen, das sehen wir dann. Also ich bin ja ein Autolord-Fan. Timberrunner Autolord, aber ob wir dem den Wald nicht aufkriegen, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, wir haben jetzt einen Ordner verkauft.
Sägewerk Südverkauf kommt da rein. Alles klar. Gut. Dann kannst du... Nee, noch nicht. Wir müssen dich ja an der Straße noch anbinden. Ja, hier ist jetzt wie gesagt das Problem mit der Toreinfahrt. Wenn wir so einen Holzstamm hinter uns her schleppen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ganz weit nach außen. So. Ganz weit ausholen, ne? Wir brauchen nicht so weit ausholen. So. Den. Und den. Vielleicht so. Ja, so können wir das lassen. Und jetzt kannst du endlich mal nach Hause fahren. Okay. Ja, wir müssen also sehen, dass wir Holz fällen, hier drauf verladen und dann verkaufen. Wisst ihr, was ganz wichtig ist, fällt mir gerade mal ein. Und zwar müssen wir noch in die Cosplay-Einstellungen hin. Gamepad-freundliches HUD aktivieren. So, denn dann ist die rechte Maustaste frei, wenn wir im Fahrzeug sitzen. Ach, muss auch repariert werden, ja. Und Cosplay springt nicht immer an. Muss auch repariert werden. Zielort. Fahrzeughändler, Werkstatt. Bei 20 km/h. Ja, das machen wir dann aber ein andermal. Du kommst ja. Alles klar, Jimbo. Und ob wir den dann auf den Skeeter verladen oder. Wir probieren das aus. Beim nächsten Mal. Und dann werden wir auch den Roder zur Werkstatt bringen. Dass wir den einmal repariert kriegen. Ich bin ja der Meinung, der fährt alleine. Ne? Fahrzeughändler, Werkstatt. Ich schmeiß mal. Ejo. Der fährt dann auch alleine. Ja, dann machen wir das so. Dann haben wir heute schon mal ein bisschen das Autodrive-Netzwerk ausgebaut. Und dann fangen wir nächstes Mal schon mal an mit Holzfällen, würde ich sagen. Nur mal um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wir werden nächstes Mal mal schauen, was Volvo so anzubieten hat an Fahrzeugen. Oder? Aber das war es jetzt erstmal. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal gewaltig. Der Link zu unserer Discord-Community-Server befindet sich in der Videobeschreibung. Seid ihr alle gerne herzlich zu eingeladen. Ich suche gerade... Spielername ist da alphabetisch da oben links unter Hilfe, da muss das hin, ne? Oben links in der Ecke. So, ja, wie gesagt, der Link zum Community Server befindet sich unten in der Videobeschreibung und abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Abonnieren ist bei YouTube gratis. Ja, ich war wieder bei der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.